Hallo bei den Spielzeugtestern. Wir sind gerade in einem kleinen Wildgehege. Ja, das ist gratis. Das ist hier auch bei Zwickau. Ich schreibe euch gerne die Adresse unten rein. Und wir schauen jetzt mal, wen wir hier treffen. Ja. Auf jeden Fall eine sehr liebe Ziege. Ja. Die Ziege ist doch hier. Ja, aber die guckt. Denkt, los, komm doch wieder hierher. Hi, Mäuschen. Hi. Na, du bist ja süß, dass du gleich rankommst. Hm? Endlich mal jemand, der sich kümmert. Guck mal, bei Hanna ist auch eine. Ja. Na guck, jetzt kräht der Hahn auch. Jetzt, wo wir weg sind. Hm, da kommt man selber so schlecht hin, ne? Hm? Da kommt man hier immer so schlecht hin. Ein kleines Öhrchen. Hm? Juckt die Ohrwatschel auch? Hm? Mhm. So, der ist so süß hier. Wir haben gerade abgemacht, dass er mitkommt. Und dann brauche ich nämlich keinen Rasen mehr mähen. Wir können auch deine Kollegin können wir mitnehmen. Die hat allerdings keine richtige Lust auf uns. Nee. Aber der hier, der genießt das gerade, richtig betüdelt zu werden. Der blöde Zaun bloß im Weg, ne? Ja, und das Problem ist, da ist auch eine Tür, aber die ist zu. Ja, die Tür ist zu. Oh nein. Oh, ich komm nicht. Nee. Du bist ein liebes Kerlchen, ha? Huh? Bitte. Ja. Dankeschön. Butt scratches. Oh. Am Po. Am Po und am Kopf gleichzeitig. Das war ein Service, ha? Huh? Oh. Habe ich die Stelle erwischt? Komm. Komm, sagst du? Guck mal, wie sie über den Zaun guckt. Die guckt durch. Hinter dir. Ich bin noch nicht drauf. Was? Oh. Ich darf da nicht rauf. Es tut mir leid, ich darf da nicht rauf. Guck mal, da hinten ist die weiße Ziege. Das ist auch eine schwarz-weiße. Was unsere Ziegen nicht vertragen, über eine kleine Spende für uns freuen. Ah, hier stehen auch noch Ziegen. Ah. Okay. Hi, du bist aber hübsch. Oh, das wollte sie nicht hören. Du bist nicht hübsch, ne? Hm? Ja. Nein, don't touch. Guck mal. Na. Hallo. Nom. Na, Mäuschen? Hier gibt's was zu spachteln. Oh, Ente. Also hier kann man sich offensichtlich was nehmen gegen eine kleine Spende und dann kann man die Ziegen füttern. Wollen wir das machen? Ja. Okay, dann muss ich mein Geld rausholen. Lassen wir das wirklich nehmen? Oder ist so das verstehe ich das. Die ist ja weggegangen. Die hat so ein bisschen unfreundlich geguckt und ist weggegangen. Hat die Tür zugemacht. Ich würde sagen, wir stecken einfach einen Euro rein. Und nehmen uns da ein Schälchen und füttern die Ziegen jetzt damit. Hier, Schnucki. Oh. Dong. Ich möchte auch was. Wo sind die Baby? Baby.
Ja, das ist natürlich nicht fair. Du musst mal die hier vorne füttern. Ja, ja, ja. Geht ihr nicht schnell genug? Oh, es geht ihr wirklich nicht schnell genug, weil das Ding hier noch steht. Du bist ja rabiat. Hat ein bisschen was von Elli. Mit dem Kopf durch die Wand, ne? Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Jom, jom, jom. Jom, jom, jom. Ich versuch hier den zu füttern, damit du da in Ruhe weitermachen kannst. Okay. Oh, Achtung, Achtung. Oh. Oh. Ihr seid aber schon süß. Nee, nee. Nicht die großen Teile, okay? Ist das dein Baby? Da bist du ein bisschen netter, ha? Huh? Ach, da ist ja Stinky. Ich habe mich schon gewundert, warum er so nett plötzlich ist. Das ist wirklich wie Elli hier. Dong, dong, dong. Das hast du verstanden, ne? Du kriegst von mir auch noch was? Und du kriegst von mir auch noch was. Du kriegst noch ein Blatt. Gemüse ist gesund. Mhm. So, da vorne füttert ein Mädchen die nervige Ziege. Da ist sie schon wieder. Na super. Das hat ja nicht gut funktioniert jetzt. Hier, Baby. Baby, Hanna. Oh. Mein Blatt. Bitte schön. Oh. Du bist genauso wie dein Vater. Genauso wie dein Vater bist du. Genauso wie dein Vater. Guck, die schuppert sich. Die kleine schuppert sich. Oh. Guck mal hier. Da ist nichts mehr. Alle. Willst du noch auslecken? Alle. Du wirst noch am Ende im Kindergarten landen. Im Kinderheim. Die Tante hat Haare auf dem Kopf, kann man auch dran ziehen. Ja, du bist ja süß. Du bist ja süß. Hm? Oh, wir haben jetzt noch einen kleinen Strunken. Ja, komm mal hoch. Komm schnell. Komm schnell. Hallo. Gefragt, warum macht sie gerade nicht raus? Ja, ich komme nicht. Das war aber sehr frech. Ich will dich trotzdem nicht. Den will er gar nicht. Trotzdem kriegst du nur das Feier. Bebe. Das Feier. Ich meine Hand nicht mehr. Die war aber geschmackvoller, du. Ich glaube, wir müssen eine Uhr gleich zusammenbauen. Nee. Die ist abgerissen. Ja. Teure Apple Watch hast du zerstört. Ja. Teures Vergnügen. Wow. Ja, die Gans hat tatsächlich geschafft, dass die Uhr zerrissen ist. Das Gute ist, es ist kein echtes Armband. Das ist nur ein No-Name-Billig-Armband. Nicht das Originale. Ganz kurz nur. Das ist gerade extra, weil
weil die haben Zähne. Die haben richtig Zähne. Ja, das sind nicht richtig Zähne, aber am Schnabel sind so Zacken, verstehst du? Ja. Zeig nochmal. Ist aber nicht so dolle. Das ist das Gute. Zeig mir mal deinen Knutschfleck. Knutschfleck von der Gans. Ja, die kannst du packen mal in deine Tasche. Du hast einen Reißverschluss an der Tasche. Wie ja. Kriegen wir das hier raus? Keine Ahnung, müssen wir rausfummeln irgendwie. Mhm. Mal gut, dass du noch das richtige Armband hast. Und ich habe gedacht, du machst das mit Absicht. Du bleibst Nein. da mit Absicht stecken. Deshalb würde ich. Weiß ich nicht. Ich dachte, du fandst das lustig. Nein. Ich krieg's nicht raus. Merke, nie die ganze Hand durch den Zaun stecken. Also das ist einfach ein Mini-Wildgehege. Sind Ziegen wild? Ein Mini-Waldgehege. Oh. Mit ein paar Ziegen, ein paar Enten. Aggressiven. Gänsen. Ja. Sehr aggressiv. Einem Schwan, der auch aggressiv sein soll. Vorsicht, bissig, steht da überall. Und ein paar Butschis. Du kommst jetzt mit. Hi. Hallo. Ein grüner Welli, der sieht sich im Spiegel. Oh. Im Fressnapf. Kannst du es sehen? Oh, komm mal da oben. Warte, ich muss mich hier auf den Welli konzentrieren gerade. Oh, ist der Welli süß. Ich vermisse unsere. Ja. Oh, ist aber ganz schön hier, ne? Ja. Bis auf die zwickenden Dinger. Du hast dreckige Beine, kannst du dir die mal abputzen? Eieiei. So, und wir gehen jetzt nochmal in den Freizeitpark. Wie viel Uhr ist es? Halb drei, glaube ich. Und wir sind jetzt nochmal im Freizeitpark und fahren eine Runde mit der Bimmelbahn. Und gut, dass wir gestern hier waren, denn es ist super voll und es wäre nichts geworden mit Filmen. Und deswegen nehmen wir heute nur die Achterbahn mit, die Hanna noch fahren möchte nochmal. Der Park schließt gleich und wir sind jetzt nochmal in El Toro, sind auch die letzten in der Reihe. Und wenn wir Glück haben und wir klatschen, dann fahren wir vielleicht sogar zwei Runden. Oder drei. Jetzt haben wir den Freizeitpark quasi wieder für uns alleine. Ja. Und wir waren ja die letzten in der Reihe. Und wir durften, denke ich, viermal oder ja, fünfmal nee, fahren. Viermal sind wir gefahren. Und der Rest durfte nur zweimal. Ja, also zweimal war schon heftig. Das war, weil man geklatscht hat. Und dann haben sie gesagt, okay, noch eine Runde. Und, ja, und wir waren die Letzten und deswegen sind wir vier Runden gefahren. Und jetzt machen die Herren aber auch Feierabend. Und ja, das war aber sehr Respekt nett. An die. Sehr nett von ihnen, ja, dass sie deswegen den Feierabend verschoben haben. Die Ponys stehen hier vorne. Vorsicht. Du bist heute schon gebissen worden, Schnuggi. Vorsichtig, okay? Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss.